Du meinst, dass das die Dreichnacher ist? Dracheneiche? Ihr starrt alle zum anderen Ufer hinüber. Tatsächlich, wenn man genau hinschaut, kann man sehen, dass das Geäst der mächtigen Eiche an einigen Stellen schwarz verbrannt ist. Sicher hat dort früher ein Baumdrache gehaust. Vielleicht ist die Eiche noch heute seine Behausung. Oh, das wäre interessant. Dann muss es hier irgendwo eine Furt geben, meint Mürrim und deutet auf die Karte. Wollt ihr das Ufer absuchen und den Fluss überqueren? Den Weg fortsetzen oder umkehren? Wir wollen natürlich das Ufer absuchen. Seit einer Stunde klappert ihr nun schon das Ufer ab, doch ihr findet keine geeignete Stelle, um den Bode zu überqueren. Wollt ihr aufgeben, versuchen hinüber zu schwimmen oder noch eine Zeit lang suchen? Schwimmen würde ich ungerne. Also unsere Helden sind zwar einigermaßen bewandert im Schwimmen, aber das Risiko will ich trotzdem nicht eingehen. Da lasse ich sie lieber noch eine Zeit lang suchen. Hier könnte es sein, ruft Mürrim aufgeregt. Ihr sammelt euch an der Stelle, die sie gerade untersucht. Es ist zwar ein bisschen tief, aber dennoch kann man den Bodier dort zu Fuß überqueren. Also los, meint sie und steigt ins Wasser. Ihr macht euch auf den Weg zum anderen Ufer. Mürrim nimmt ein unfreiwilliges Bad. Tirik erreicht sicher das andere Ufer, Girugon auch, Gwendolyn ebenfalls, Talana sowieso und Yallen auch. Nur Mürrim ist nass geworden. Okay. Endlich seid ihr alle am anderen Ufer angelangt. Wollt ihr den Baum genau untersuchen oder euch sofort nach einem Weg umschauen? Nee, wir wollen den Baum angucken. Ganz sicher hat in der Eiche früher ein Baumdrache gehaust, aber das muss schon lange her sein, denn die verbrannten Äste sind inzwischen mit Moos überwachsen. Mürrim klettert ein Stück hinauf, um sich die Sache von nahen anzusehen. Und oben kann sie die umliegende Landschaft gut überschauen und entdeckt einen Pfad durch das Dickicht. Wir könnten euch zu dem Pfad durch die Büsche schlagen oder euch nach einem komfortableren Weg umschauen. Komfortabler heißt nicht immer besser. Wir nehmen lieber den Weg durch den Dickicht. Ihr schlagt euch durch die Büsche. Mürrim hält zielstrebig auf den Pfad zu, den sie eben von der Dracheneiche aus gesehen hat. Der Pfad ist gerade breit genug für eine Person. Ihr müsst hintereinander gehen. Oft ist der Weg bemoost und von Farn und Gestrüpp überwuchert. Hier und da machen euch überhängende Äste zu schaffen und manchmal scheint der Weg sich einfach im Dickicht zu verlieren. Es gelingt euch, den Pfad zu verfolgen, aber ihr kommt nur langsam voran. Ihr seid etwa 3 Stunden auf dem Pfad unterwegs, man muss bedenken, es ist dabei finstere Nacht. Jetzt hört ihr deutlich das Rauschen von Wasser. Irgendwo links von euch muss es einen Fluss geben. Der Bode wird morastig und jeder Schritt fällt euch schwer. Wollt ihr den Pfad folgen oder einen trockeneren Weg finden? Im Dunkeln durch ein Moor zu wandern ist nicht unbedingt eine gute Idee. Also schauen wir mal nach einem trockenen Weg oder einem Rastplatz. Nachdem ihr euch eine Zeit lang euren Weg durch den Dickicht gebahnt habt, geht es wieder besser voran. Ihr macht einen großen Bogen um das Sumpfgebiet. Ja. 2 Stunden später habt ihr es geschafft. Ihr erreicht das Ufer des Flusses. Hier ist der Boden wieder fest. So, flussaufwärts kommt man am Ufer gut voran. Es dauert nicht lange, da kommt ihr an einen eigenartigen Haufen aus Erde und Steinen vorbei. Den schauen wir uns doch mal an. Ihr entdeckt ein verrottetes Schilfgeflecht, das wohl ein halbes Wagenrad darstellen soll. Daneben liegt ein Stein, auf dem irgendetwas eingeritzt worden ist. Der Schriftzug ist nicht vollständig erhalten, die ersten 3 Buchstaben sind vollkommen verwittert. Doch der abschließende Schriftzug Ga ist noch deutlich zu erkennen. Wollt ihr ein Boronsrad flechten und dort niederlegen, einfach flussaufwärts weitergehen oder ein wenig buddeln? Oh, wir können uns wieder mit einem Gott verscherzen. Also, gottgefällig wäre es natürlich jetzt, ein Bohrrad dran zu flechten und dann hinzulegen, für die Gefallen und dergleichen. Aber wir sind auf wichtiger Mission und müssen ein Schwert finden. Also buddeln wir. Sicher, in dieser menschenverlassenen Gegend wird euch niemand dafür belangen können. Wo kein Kläger, da kein Richter. So ähnlich. Als ihr zu graben beginnt, wird es euch dann aber doch mulmig bei dem Gedanken an Borons langen Armen. Ihr wollt schließlich als Helden in die Geschichte eingehen und nicht als Grabschänder. Wollt ihr aus Reue ein Boronsrad flechten oder sofort weitergehen? Na gut, dann sind wir halt reuselig und flechten ein Boronsrad. Schade, ich dachte, wir könnten da irgendwelche Informationen bekommen. Oder Hinweise.
Na gut, wir sammeln ein paar junge Zweige und etwas Schilf, um ein Bohrerdraht zu flechten. Nachdem ihr am Grab eine kurze, stille Andacht gehalten habt, geht ihr weiter. Etwa 999 oder 1000 Schritt weiter, so genau habt ihr nicht gezählt, wird das Flüsschen so seicht, dass man bis auf den Grund sehen kann. Das Wasser ist kaum mehr als knöcheltief. Wollt ihr weiter das Ufer entlang wandern oder das Flüsschen hier überqueren? Es scheint wohl eine günstige Gelegenheit zu sein, das Ufer zu wechseln. Die Frage ist nur, müssen wir überhaupt wieder zurück an das andere Ufer? Wir bleiben erstmal auf dieser Seite. Der Weg bleibt fest. Ihr lauft eine halbe Stunde lang, ohne dass euch irgendetwas Bemerkenswertes auffällt. Ha. Ich würde gern zwischendurch mal auf die Karte gucken. Aber da hier nichts Bemerkenswertes ist, drehe ich mal lieber um und gehe an dieser seichten Stelle über den Fluss. Vielleicht sehen wir ja da irgendwas. Ihr erreicht wieder jene Stelle, an der das Flüsschen ohne Mühe überquert werden kann. Offensichtlich gibt es keinen anderen Weg, also wartet ihr durch das Wasser zum gegenüberliegenden Ufer. Auch auf dieser Seite ist das Ufer fest. Nachdem ihr etwa anderthalb Stunden lang gewandert seid, geht es geradeaus nicht mehr weiter. Denn dort steigt das Ufer steil an und ist stark zerklüftet. Links von euch führt aber ein Pfad ins Gebirge. Oh, das sieht doch vielversprechend aus. Der Pfad schlängelt sich durch die Berge, bald geht es durch einen Hohlweg, dann auf einen Pass. Nachdem ihr den Kamm des Berges hinter euch gelassen habt, entdeckt ihr auf halber Höhe des Nachbarfelsens eine mächtige Ruine. Das muss es sein. Nach einem Weg braucht ihr gar nicht lange zu suchen, denn der Pfad hält geradewegs auf die Ruine zu. Etwa eine Stunde später steht ihr vor ein paar eingefallenen Mauern. Die Burg ist noch erstaunlich gut in Schuss. Wollt ihr das Gemäuer untersuchen oder umkehren? Wir wollen das Gemäuer näher untersuchen. Eine Burgruine und direkt vor uns ist eine Schatztruhe. Das muss doch eine Falle sein, oder? Na gut, das Wichtigste zuerst. Wir essen erstmal unsere Blätter. Wo sind die Blätter? Da. So, wir wollen ja nicht unvorbereitet in den Kampf reinstolpern. Du auch noch. Hast jetzt wieder 7 Bewegungspunkte. Sehr schön. Geroban ist bei 5. Jetzt auch bei 7. So muss das sein. Kommen die Nahkämpfer wenigstens schön schnell ran. Gwendolyn auch. Und Talana bekommt einen, damit sie gehen und zaubern kann. So. Und jetzt gehen wir einfach mal auf die Truhe dazu und gucken, was passiert. Nichts. Dann sollten wir noch Gwendolyn nach vorne schicken. Sie hat immer noch die Kristallkugeln. Ja, hat sie. Gut, gut. Dann klick. Die Truhe ist leer. Das beunruhigt mich jetzt irgendwie noch mehr. Also entweder ist es irgendeine Art Spendenkiste oder das hier ist eine Falle. Erstmal zurück zum Eingang. Gehen wir an der Wand lang. Eine abgeschlossene Tür. Da ist die Truhe wieder. Eine offene Tür. Und hier ist noch eine offene Tür. Dann gehen wir doch erstmal durch die offenen Türen durch. Noch viel mehr offene Türen und ein größerer Raum. Was haben wir hier? Ihr betretet den Turm. Die ehemaligen Treppen und Zwischendecken sind herabgestürzt und machen es beinahe unmöglich, den Raum zu durchqueren. Also nach oben werden wir schon mal nicht mehr können. Gerogott stolpert über einen Balken und fällt in den Trümmerhaufen. Talana stolpert ebenfalls. Autsch. Vorsichtig. Talana tritt in einen Holzsplitter. Terry tritt in einen Holzsplitter. Ja, es scheint wirklich sehr unbegehbar hier zu sein. Aber trotzdem will ich gerne gucken, ob irgendwo noch was ist. Rutscht auf den Trümmern aus. So, da war nix. Gucken wir in den nächsten Turm. Nein, ihr betretet einen großen Saal. Okay. Von Wänden und Decken ist Schutz in den Gang gefallen. Die Deckenbalken sehen hier recht morsch aus. Oh oh. Wir sollten nicht zu stark irgendwo gegenschlagen.
Als ihr die Stelle passiert, lösen sich Steinbrocken aus den Wänden und von der Decke. Das Geröll fällt in den Gang. Die Deckenbalken knarren bedrohlich. Oh. Die Ecke des Raumes ist dick mit Trümmern und Schutt übersät. Die Außenwände sind eingestürzt und die Decke ist heruntergekommen. Untalana stolpert. Wollt ihr den Schutt genauer untersuchen? Ja, warum nicht? Ihr findet nichts weiter als Steinbrocken und Holzsplitter. Na, da kommen wir anscheinend nicht weiter. Oder es kommt immer wieder dieselbe Meldung. Ihr lauft auf den Deckentrümmern herum. Das Geröll gibt nach und Giruan rutscht aus. Talana rutscht aus. Wir können uns überall das Geröll näher angucken. Das kann nicht gut enden. Eventuell ist jetzt irgendwo in irgendeinem dieser Felder irgendwas versteckt. Aber da jetzt nach zu suchen wäre ein wenig albern. Das heißt, wir kämpfen uns jetzt mühselig durch diesen Raum wieder raus. Und schauen uns erstmal anderweitig um. So, und da geht's raus. Da geht's auch raus. Hier haben wir den Gang dahin zurück. Jetzt gucke ich noch ganz kurz da. So. Da in der Mitte wird wahrscheinlich auch nur Geröll sein. Ich gucke mal ganz kurz, bis die erste Meldung kommt. Kommt aber gar keine. So, das sieht doch schon gleich viel besser aus. Dann gehen wir mal da rein. Schauen kurz, was hier ist. Oh, eine Kiste. In dieser Truhe liegen ein paar verrottete Kleidungsstücke, die niemand mehr anziehen würde. Okay. Also wenn es hier mal was zu holen gab, dann wurde das schon alles rausgeholt. Wahrscheinlich von irgendwelchen Banditen. Das heißt, wir werden einen Geheimgang oder dergleichen finden müssen. Und dadurch dann vielleicht Zugang zu was auch immer hier genau liegt. Noch mehr Kleidungsstücke. Ha, und wieder ein Weg zurück zu dem Saal, wo alles eingestürzt ist. Also müssen wir wohl im Saal wirklich gucken. Oh, die Karte, natürlich. Spielstand, Karte. So, wir sind jetzt... Nein, genau das Stück fehlt. Wir sind jetzt wahrscheinlich hier irgendwo lang. Da drinnen. Das waren diese 1000 Schritte, die wir ungefähr gegangen sind. Ah, ich will die Karte wieder haben. Spielstand. Karte. Hier haben wir jetzt diesen Saal und da haben wir eine Truhe. Und da steht dann wahrscheinlich, wo genau wir gucken müssen. Das ist jetzt natürlich doof. Das heißt, wir müssen jetzt in den Saal da rein. Und Schritt für Schritt alles durchgehen. Also fangen wir mal ganz oben links an. Und jedes Mal, wenn jetzt kommt, Beute suchen. Das ist wieder was eingestürzt. Noch mehr Kratzer. Jedes Mal, wenn die Frage kommt, wollt ihr suchen, werden wir jetzt suchen. Die restlichen Textstücke sind immer nur, es bricht irgendwas zusammen. Wollt ihr suchen? Ja. Wollt ihr suchen? Ja. Oh, unsere armen Helden. Wollt ihr suchen? Ja. Ja. Immer nur Holzsplitter und Geröll. Nix. Okay, nächste Reihe. Hier liegt eine Truhe frei. Vorsichtig öffnet ihr die unverschlossene Truhe und stellt fest, dass man den Boden nach oben klappen kann. Darunter steht in einem Schacht eine Leiter. Wollt ihr hinunterklettern? Ja, wollen wir. Sehr schön. Keine Splitter mit den Händen. Da darf ich ja dann doch mal ganz kurz heilkunde Wunden auf Talana. Und die kriegt Schaden. Na gut, dann isst sie halt ein bisschen Kraut. So. Gucken wir beim Rest, ob irgendjemand vielleicht krank geworden ist durch die ganzen Holzsplitter. Nee, schaut soweit gut aus. Dann würde ich sagen, speichern wir jetzt erstmal ab. Und gucken uns dann gleich hier unten weiter um. Spielstand,
Speichern LP 85 und wir sehen uns gleich wieder.